Willkommen zurück. Buongiorno, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Das obliegt natürlich eurer eigenen Verantwortung. Denn ihr seid ja entweder erwachsen oder zumindest alt genug, um diese Entscheidung selber zu fällen. Wir kamen gerade aus Sea of Thieves, haben es leider nicht komplett geschafft, das neue Adventure. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, nicht wahr, meine Freunde? Was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, ich werde jetzt die Flagge sammeln, wie man vielleicht sieht an der Karte unten an der Minimap. Wir werden noch die eine Flagge sammeln, die wir letztens gescannt haben und nicht geholt haben, weil wir gerade bei einem... War es eine Verfolgungsmission? Irgendwie sowas war es, glaube ich. Wir haben noch mal sehr viel über Rings of Power gerade eben gesprochen. Wir haben noch sehr viel über Assassin's Creed gerade eben gesprochen bei den Sea of Thieves Stream. Also ich kann euch immer nur raten, wenn ihr ein bisschen mehr mich labern hören wollt, auch mit Leuten labern hören wollt, oder wenn ihr vielleicht selbst mal mit mir reden wollt und quatschen wollt, empfehle ich euch immer meine Streams. Ich bin nämlich eigentlich immer offen dafür. Ich bin auch immer offen für alle möglichen Diskussionen. Ich bin auch dafür offen, dass man auch über politische Standpunkte von mir, wobei ich auch immer wieder sagen muss, politische Standpunkte sind es oft nicht. Ne? Es sind eher nur Gedanken, die ich habe. Ich habe sehr wenige politische Standpunkte in meinem Leben. Weil Standpunkte sind ja für mich auch einfach Sachen, zu denen ich stehe und wo ich sage, das ist so und das will ich so. Habe ich sehr wenige Sachen, die ich fordere. Das Einzige, was ich immer fordere, ist, dass ich mehr Geld habe. Weil ich bin Egoist. Also Steuern weg. Am besten 0%. Weil dann bin ich glücklich. Damit macht man ein Potato Bett glücklich. So, das ist ein politischer Standpunkt, den ich vielleicht habe. Aber ich sage mal gleichzeitig auch, mir ist natürlich bewusst, dass das nicht geht. Ne? Also ich bin jetzt natürlich nicht illusionorisch unterwegs oder illusionorisch, ihr wisst schon, was ich meine, dass das irgendwie gehen würde. Aber ich bin immer dafür, dass den Leuten mehr von ihrem Geld bleibt. Allen, ne? Nicht nur mir. Sonst habe ich nicht viele politische Forderungen. Datenschutz ist für mich eine wichtige Sache. Da habe ich wirklich Standpunkte, wo ich sage, jupp, dafür stehe ich und da werde ich auch nicht mit mir verhandeln lassen. Das ist für mich, ne? Das ist das, was ich sehe. Wobei verhandeln lassen, also wenn jetzt jemand richtig gute Argumente hat für eine andere Ansicht, aber ich sag mal, ich kenne die Argumente der Gegenseite, ich kenne die Argumente der Strafaufklärung, oder Strafverfolgung zu Sachen, der gläserne Burger. Ich finde halt immer, es hat meine Einstellung, was das angeht. Ich bin immer Fan von gläsernem Staat statt gläsernem Burger. Ich finde, dass du und ich und wir alle unsere Privatsphäre haben sollten. Solange wir halt jetzt keine Verbrechen begehen oder sowas. Und wenn nicht unter Generalverdacht gestellt werden und deswegen alle Rechner irgendwie untersucht werden, ob wir vielleicht Verbrechen begangen haben könnten. Genau, da bin ich halt immer Datenschutz. Auch nicht nur staatliche Übergriffe datenschutzmäßig bin ich auch immer dabei, sondern auch bei privaten Firmen. Es gab ja zum Beispiel auch den Skandal mit Oracle, die irgendwie über 4 Milliarden Menschen auf der Welt Daten dazu gespeichert haben, ohne deren Einwilligung. Und da müsst ihr euch mal überlegen, wie groß das ist. Ich glaube, es waren 4 Milliarden und wir sind 8 Milliarden auf der Welt ungefähr, ne? 7 bis 8 Milliarden, die heißt, die haben die Hälfte der Welt oder waren es 2 Milliarden? Auf jeden Fall waren es eine extrem hohe Zahl. Es war nicht nur westliche Länder. Es war vermutlich auch noch ganz Afrika. Alle, die das Internet benutzen, haben sie auch Daten für gehabt. Und da wird es halt dann schon schwierig, ne? Mit Datenschutz und sowas. Und ich finde es halt echt grausam, dass man so ein bisschen hilflos ist. Weil was willst du denn, was willst du, Zuschauer, oder was will ich jetzt tun dagegen? Wir sind ja nicht mal Herr unserer eigenen Daten. Wir sind nicht mal Herr über uns selbst, weil wir sind halt nur noch... Also Herr über unseren Körper sind wir vielleicht noch, das stimmt, aber... Über das, was uns ja in der digitalen Zeit, wir sind ja im digitalen Zeitalter jetzt, was uns ausmacht, unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Texte, unsere Nachrichten, unser Verhalten im Internet und so weiter, es ist ja alles gläsern mittlerweile. Und das finde ich halt schon schwierig. Das finde ich echt schwierig. Weil eigentlich soll es auch andersrum sein. Eigentlich sollten Unternehmen transparent sein müssen. Eigentlich müssten Firmen und vor allem eben auch die Politik transparent sein. Dass es natürlich immer Dinge gibt, die geheim sein müssen, für eine Zeit zumindest, ist klar. Diplomatie und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber insgesamt sollte die Regierung schon transparent sein. Dann gibt es auch so Sachen wie Maskendeals nicht, die ja zum Glück rausgekommen sind und so Sachen. Aber auch das hat nicht wirklich Konsequenzen gehabt. Was ich auf jeden Fall auch immer habe, ich bin immer vorsichtig, auch technischer Entwicklung gegenüber. Was lustig ist, wenn man darüber nachdenkt, dass ich Informatiker bin und auch immer neue Hardware kaufen kann und was. Also es ist immer gut durchdacht. Ich muss mir da echt immer viel Gedanken machen. Und bei Themen, wo ich nicht so viel Ahnung habe,
muss ich mir sehr viel anlesen und so, weil ich stehe immer, es klingt lustig, aber ich stehe Technik schon kritisch gegenüber. Ich sehe ihre Vorteile und die Sachen, die für mich Vorteile bieten, die habe ich in langer Evaluation mit mir selbst auch so adaptiert. Aber ich sag mal, es gibt halt auch neue Dinge, wo ich dann sage, zum Beispiel VR, da bin ich auch nicht sofort eingestiegen, sondern ich musste mich erstmal lange darüber quasi erkundigen und auch wie die Qualität ist und ob ich das jetzt wirklich kaufen will, ob ich das Geld dafür investieren will und ob ich vor der Technik nicht doch vielleicht ein bisschen mehr Angst haben sollte. Vor allem, wenn Facebook dahinter steckt mit Oculus und sowas. Und deswegen habe ich zum Beispiel keine Oculus VR-Headset, sondern ich habe eins von Valve. Und ja, auch Valve ist bisher jetzt, also sie sind bisher datenschutztechnisch, glaube ich, nicht aufgefallen negativ. Aber auch Valve könnte natürlich schlimme Dinge damit tun und Schindluder treiben. Aber ich habe immer das Gefühl, bei Steam und Valve, dass ich schon deutlich mehr Kontrolle oder Möglichkeiten habe, Steam da rauszunehmen. Weil es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, weil die halt OpenVR und so Sachen unterstützen, auch wirklich effektiv daran arbeiten, also eine Open-Source-VR-Lösung, softwaretechnisch. Das heißt, es gibt da natürlich Derivate und Versionen davon, wo auf jeden Fall Steam nichts mehr mitbekommt, was du mit diesem VR-Headset machst. Überhaupt nichts. Wo Steam komplett aus der Rechnung rausgenommen wird und du die Sachen einfach über die Exe startest und gut ist. Du kannst, soweit ich weiß, sogar die Valve Index komplett ohne Steam VR betreiben. Es gibt da einen eigenen Client für. Mache ich nicht, weil ich Steam so weit vertraue, dass da, ich sag mal, dass ich jetzt nicht die Angst haben muss. Aber wäre das jetzt Microsoft VR, dann hätte ich schon wieder Probleme, weil Microsoft, die haben so viele Daten. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass einfach irgendjemand zu viel von den Daten hat und dass es dann, das ist eine sehr, sehr abstrakte Angst, dass es dann halt eben auch Konsequenzen auf mich hat. Irgendwo. Ich weiß, es ist sehr abstrakt, aber die Wahrscheinlichkeit besteht halt immer. Ne? Deswegen stehe ich technischem Fortschritt immer ein bisschen kritisch gegenüber. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich nennen kann, ist Designer-Babys. Also genetisch verbesserte Lebewesen, sozusagen genetisch angefertigte, veränderte Lebewesen, also menschliche Lebewesen, die verändert werden vor der Geburt oder vor der Befruchtung, um dann eben bestimmte Krankheiten nicht zu haben, ist das eine. Das andere ist dann halt vielleicht Sachen wie eine bestimmte Haarfarbe oder eine bestimmte Augenfarbe und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Extrem skeptisch, weil ich glaube, das menschliche Genom und der Genompool oder der Genpool, ich glaube, der ist wichtiger, als dass der Wunsch von Eltern über die Haarfarbe ihres Kindes erfüllt wird und die damit möglicherweise einhergehenden Komplikationen für den Genpool der Menschen, weil man muss bedenken, wie viele, man sagt in Genbuchstaben, ja, wie viele Buchstaben das menschliche Genom hat und wie viele Auswirkungen Änderungen haben könnten und wie viele unvorhergesehene Auswirkungen das haben könnte. Und vor allem, wenn dann diese Kinder, die designt wurden, dann wieder miteinander Kinder bekommen und so weiter, was daraus vielleicht entstehen könnte und was wir da nicht überblicken können, ne, weil wir nicht alles verstehen. Und dann habe ich da schon ein Problem mit. Also, ich finde es schwierig, wenn Embryos auch selektiert werden, weil das hat für mich immer so ein bisschen was von der dunkelsten Zeit unserer Menschheitsgeschichte. Meiner Meinung nach. Wenn wir Menschen selektieren. Oh, wie hieß denn das jetzt nochmal? Jetzt habe ich die ganze Zeit ein falsches Wort im Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr an ein Wort denken wollt? Ihr wollt dieses Wort nennen und dann habt ihr ein falsches Wort im Kopf, aber ihr kriegt dieses falsche Wort nicht mal aus dem Kopf raus. Und denkt die ganze Zeit nur noch daran. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, wenn das passiert. Auf jeden Fall, es hat so ein bisschen das Geschmäckle von damals in Amerika, wo dann eben auch Leute der Ansicht waren, dass gewisses Leben nicht erhaltenswert ist und dass man das vielleicht so früh wie möglich töten oder abtreiben sollte, wenn sich herausstellt, dass dieses Leben zum Beispiel genetisch schlechter ist. Und das wurde natürlich nicht nur so in der Hinsicht, sondern es gab dann natürlich auch Leute, die dann gesagt haben, dass zum Beispiel schwarze Babys auch genetisch schlechter wären, dass man die dann auch selektieren sollte und dann eben nicht mehr weiter gebären sollte. So Dinge halt. Das ist schon krass, ne? Das ist schon krass. Also, und daraus entstand ja auch dann das Dritte Reich und Hitler. Aus diesen Bewegungen in Amerika, die dann natürlich da irgendwann aufgehört haben, aber dann wurde sich da fleißig dran quasi bedient. An dieser Ideologie, nenne ich es jetzt mal. Dessen Namen ich jetzt gerade einfach vergessen habe. Es tut mir so leid. Was ist denn das mit mir manchmal? Ach ja.
Ich glaube, in Red Dead Redemption 2 wird das Thema auch mal angesprochen. Doch. Da wird das Thema auch angesprochen. Da sieht man mal, wie lange das in Amerika schon gebrödelt hat. Das ist dann zum Ende des Wilden Westens ist das entstanden. So, jetzt muss ich überlegen, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Das eine Grab können wir nicht machen. Dann machen wir das hier oben, oder? Dann machen wir das hier. Wir müssen unsere Assassinen noch ausbilden. Aber sind auch nicht alle zurück. Ich guck mal ganz kurz. Ich drück mal ganz kurz Alt-Tab und suche nach dem Wort, weil ich will das schon sagen. Aber ich muss dafür das Wort ganz kurz suchen. Das ist ein bisschen blöd. So. Ah, ich weiß es wieder, glaube ich. Ich musste nur mal an das Wort Genetik denken, da wäre es mir eingefallen. Eugenik. Die Eugenik, die Bewegung der Eugenik in Amerika damals noch. Und dann, wie gesagt, die Auswüchse sind dann eben auch bis zu Hitler und zum Nazi-Deutschland. Und das ist auch sehr viel Eugenik dahinter am Stecken gewesen. Dass bestimmtes Leben halt erhaltenswert ist und bestimmtes anderes Leben minderwertig ist und deswegen ausgerottet werden muss aus dem menschlichen Genpool. Das ist der Gedankengang dahinter. Und, hier ist noch eine Flagge, die müssen wir auch noch holen. Und, so ein bisschen hat das so ein Geschmäckle, so Designer-Babys und sowas. Und, oder diese Lektion von Embryos, dass man bestimmte, also mehrere Embryos befruchtet und dann das Beste davon auswählt. Es hat so ein bisschen Eugenik-Geschmäckle, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich weiß nicht, ob der Mensch sich eine gewisse Natürlichkeit behalten sollte. Damit bin ich natürlich heutzutage für einige Leute erzkonservativ und mindestens Nazi. wenn ich nur sage, Leute, haltet doch mal ganz kurz inne und lasst uns mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ob wir das wirklich tun sollten oder ob wir vielleicht nicht doch lieber ein bisschen Natürlichkeit behalten sollten. Zumindest bei unserer Vollpflanzung oder so. Und dann ist man ganz schnell in einem bestimmten Lager gedrückt. Und das sind aber so Sachen, da sage ich halt einfach, das sind keine politischen Forderungen von mir. Das sind einfach nur, das ist mein Skeptizismus quasi. Ich sitze hier und denke, ist das wirklich gut? Ist das wirklich sinnvoll? Sollten wir das wirklich tun? Haben wir da wirklich ethisch komplett drüber nachgedacht, ob wir wirklich der Eugenik frönen wollen und sowas tun wollen? Weil im Endeffekt für mich ist es fast das gleiche wie Eugenik. Eugenik, sagen wir mal so, man würde mich jetzt kritisieren und sagen, nee, die Eugenik wollte, dass diese Menschen dann sterben. Wir lassen sie gar nicht erst entstehen. Ja, das wollte die Eugenik auch teilweise, indem einfach bestimmten Gesellschaftsschichten verboten wird, Kinder zu zeugen. Also Leute, die Krankheiten hatten, die vererbbar sind, sollten dann keine Kinder kriegen. Das sollte denen verboten werden per Gesetz. Also, es hat schon so ein bisschen echt Eugenik-Geschmäckle, ganz ehrlich. Irgendwie das Leben so zu beeinflussen, in den Genpool einzugreifen. Jetzt was anderes hat der Hitler nur mit anderen Mitteln halt auch nicht gemacht, ne? Er wollte auch quasi den Genpool der Menschen verändern, indem er halt einen Genozid betreibt. Das ist ja genau das, was man dann tut. Man verändert den Genpool, weil gewisse Gene, Anführungszeichen, gewisse Gene ausgerottet werden, weil Gene sind so vielfältig. Also so einfach ist das jetzt nicht, komplette Genstränge auszurotten, weil Gene sind sehr komplex und sehr vielfältig. Ist jetzt nicht so einfach, wie man sich das damals vielleicht vorgestellt hat. Aber der Gedanke dahinter ist halt der gleiche. Und das ist eben das, ne? Also, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass Designer-Babys der Gedanke dahinter ist. Wobei doch, eigentlich ist es schon. Also, genetische Krankheiten sind grausam, aber vielleicht gehören sie auch zum Leben dazu. Weil wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken. Wenn wir einfach mal ein bisschen weiterdenken. Und jetzt, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sagen, es gibt X biologische Geschlechter, weil es ja so Sachen gibt wie XXY und was weiß ich nicht alles. Glaubt ihr, dass diese Kinder geboren werden noch, wenn es Designer-Babys gibt? Nee, wenn das Kind, was befruchtet wurde, das Eizelle ein XXY-Chromosom hat, wird es halt einfach nicht genommen. Und manche Leute sehen das jetzt als neue Geschlechter an. Ich sag, das ist kein neues Geschlecht, weil es konstituiert für mich kein neues Geschlecht. Weil die Menschen immer noch in die Zweigeschlechtigkeit geboren werden. Aber manche Leute sehen das halt anders. Und das ist eben das, was ich sage. Ne? Ich habe jetzt keinen festen Standpunkt dahin, sondern ich sage, ich habe eine Meinung.
Aber ich betrachte auch die Sichtweisen anderer Menschen und lasse die auch in meine eigene Argumentation mit einfließen, zum Beispiel. Deswegen ist es auch immer wichtig, viele verschiedene Menschen zu hören, um dann auch zu sagen, ja, es gibt auch noch Leute, die sehen das so, für die muss das ja auch richtig schlimm sein. Ich finde es immer gut, wenn man verschiedene Seiten betrachtet. Und ja, das ist halt, ich weiß, es ist ein deftiges Thema für Assassin's Creed, ich weiß. Aber so kennt ihr mich halt, ne? So bin ich halt. Es gibt halt auch mal deftige Themen bei Potato Pet. Und bin ich auf einmal tot. Oder fast tot. Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das? Hephaestus E-Mail-Netzwerk. Desmond Miles, verborgener Absender. 1506. Hallo Desmond. In deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls Ezio Auditores Erinnerungen auf 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich. Deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenige Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Rom 1506. Wiederhergestellte Sequenz. Da Vincis Verschwinden. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene. Ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Addormentata. So ein bisschen gespoilert hat uns das Spiel jetzt schon. Ich will ja nicht sagen, aber ein bisschen hat es gespoilert, was Ezio und überhaupt, weil es spielt jetzt nach der Geschichte tatsächlich. Die Würfel sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Diebesgilde finden und zu Leonardos Werkstatt bringen. Mindestens 4 Quadrate Gesundheitsanzeige behalten. So ein bisschen gespoilert wurde mir. Oder uns. Die Nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen.
Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Jetzt haben wir sie abgehalten, davon ihn abzuziehen. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Wie schnell ist der denn gestorben? Der hält ja gar nichts aus. Der hält ja wirklich gar nichts aus, der Gute. So geht's auch. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut, ich laufe vor. Ihr hinterher. Salai. Geburtsjahr 1480, Beruf Lehrling. Gian Giacomo Caprotti da Aureno. Versuche da dreimal schnell hintereinander zu sagen. Okay. Gian Giacomo Caprotti da Aureno. Gian Giacomo Caprotti da Aureno. Gian Giacomo Caprotti da Aureno. Ging im reifen Alter von immerhin 10 Jahren bei Leonardo da Vinci in die Lehre. Wie Leonardos Aufzeichnung beweisen, gerieten die beiden beinahe sofort aneinander. Am zweiten Tag ließ ich ihm 2 Hemden schneidern, eine Hose und eine Jacke. Und als ich Geld beiseite legte, um den Schneider zu bezahlen, hat er das Geld aus dem Beutel gestohlen. Er gab es niemals zu, doch ich bin mir recht sicher. Am folgenden Tag aß ich mit Giacomo Andrea zu Abend und der besagte Giacomo speiste für 2 und richtete Unheil für 4 an. Er zerbrach 3 Karaffen und verschüttete den Wein. Leonardo hat seinen Lehrling zwar als Dieb, Lügner, Vielfraß und unbelehrbar beschrieben und ihm die Spitznamen Salai, ein kleiner Teufel aus dem Roman Morgant der Riese, gegeben. Trotzdem waren die beiden gleichzeitig bis zum Tod des Meisters nahezu unzertrennlich. Leonardo half Salai bei der Komposition seiner Gemälde, kaufte ihn regelmäßig aus dem Gefängnis frei und hinterließ ihm bei seinem Tode die Hälfte seines Weingutes. Der Lehrling durfte sogar die berühmte Mona Lisa behalten. Entweder war dies wahre Liebe oder Salai war sehr gut darin, sich aushalten zu lassen. Schön, dass sie es hier wenigstens ein bisschen offen lassen. Hermetiker. Die Hermetiker in der Renaissance waren eine geheime Gesellschaft, die ihren Glauben und ihren Praktiken vor der Kirche versteckten. Ihre Texte stammen aus dem Griechenland des 2. Jahrhunderts und behandeln Themen wie die Alchemie und die Beziehung zwischen Menschen, Göttern und der Erde. Um 1460 wurden die Texte der westlichen Welt bekannt, als sie Pistoia erreichten. Der extravagante Florentiner Marsilio Ficino fertigte eine lateinische Übersetzung an und verbreitete sie in ganz Italien. Diese Wiederbelebung hermetischen Glaubens konzentrierte sich auf einen ketzerischen Mangel an Hierarchie. Genau wie Gott sollten auch die Menschen das gesamte Universum enthalten. Jeder Teil des Universums würde also das Ganze repräsentieren. Somit könnte man die Menschen als Zentrum des Universums ansehen. Die Hermetiker wurden in den Untergrund getrieben, denn wenn ein Mensch Gott enthält, welche Rolle spielt dann noch die Kirche? Nur noch gemeinnützige Räume für Chorproben zur Verfügung zu stellen, schien keine akzeptable Alternative zu sein. Ich wollte mein eigenes Pferd nehmen, aber gut, dann nehmen wir halt das Pferd. Dann reiten wir jetzt einfach los, Mann. Ach, meine lieben Freunde da draußen. Bravo, ist schön. Nur schade, dass das Spiel uns jetzt ein ganz klein bisschen gespoilert hat zum Ende des Spiels. Also ich kann das ja jetzt einfach sagen, wie es ist. Ne? Also, ja, wir sichern scheinbar den Edenapfel. Wer ist ja in Sicherheit. Und scheinbar möchte Ezio per Schiff verreisen. Wohin? Keine Ahnung. Warum? Keine Ahnung.
Wann? Wissen wir, 1504. Das wissen wir. Das stand da ja. Also hätte ich die Mission tatsächlich am Ende spielen sollen. Aber das wusste ich jetzt nicht mehr. Habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Übung, zögert nicht! Ich umgehe sie. Zeig ein bisschen Respekt, Idiot. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir! Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hat. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Packt sie! Spürt meine Klinge! Angriff! Ob euch dieser Schuh passt? Ob euch dieser Zug hat? Angriff! Packt sie! Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Kann ich ja nichts für, du hast sie doch an. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Frag den Meister selbst, wenn wir ankommen. Ochsenkarren die kleineren Gassen verstopft und erheblichen Beeinträchtigungen der ansässigen Händler geführt. Lol, wir werden einfach stehen. Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo. Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo. Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie?
Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. So, meine lieben Freunde, das und noch viel mehr, aber erst im nächsten Part. Bis dann, haltet ihr unsteif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Etsy-Auditore der Firenze und euer Potato-Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.